niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Privatreisen nach dem Ausland können beantragt werden. Die Genehmigung werden kurzfristig erteilt. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Jetzt schläft, der ist tot. Februar 1962. Grenzpolizist Rudi Turow will in den Westen. Zusammen mit drei anderen. Diese Entscheidung, die habe ich immer wieder vor mir hergeschoben. Warum? Weil ich meine gesamten Geschwister, wir waren ja elternlos, in der DDR hatte, meine ganzen Verwandten in der DDR hatte. Umso schwerer ist es, wenn man als Elternloser groß geworden ist, plötzlich alles zu verlieren. Sie haben an alles gedacht. Rudi Turow hat die Munition aus den Gewehren der Grenzstreifen genommen. Doch sie wurden verraten. Und in dem Augenblick wurden wir angerufen mit Halt stehen bleiben, deutsche Grenzpolizei, Hände hoch. Turow hält die Verfolger in Schach. Die spektakuläre Flucht gelingt. Wir haben dann am ersten Westberliner Haus geklingelt und sind dann von diesen Westberlinern in die Kellerräume geleitet worden. Also die haben uns in die Kellerräume geleitet und dann haben wir diesen Leuten gesagt, die möchten doch die Amerikaner holen. Ein geflohener Grenzpolizist, ein Fall für Erich Mielke. Vor den Kameras seiner Leute fliegen die Amerikaner die Flüchtlinge aus dem Grenzgebiet aus. Eine Demütigung. Erich Mielke, der Geheimdienstchef der DDR. Herrscher über die Staatssicherheit, die Stasi. Herrscher über zehntausende Mitarbeiter und Spitzel. Von vielen gefürchtet und gehasst. Seine Machtfülle unkontrolliert, unbeschränkt. Er war der größte Jäger, der größte Tänzer und der größte Fußballer. Also eigentlich von den Orden her der beste Bergmann und der größte Genossenschaftsbauer, also war eigentlich sowieso alles in einer Person. Ich glaube, er hatte nie die Vorstellung, Parteiführer sein zu wollen. Er saß lieber im Hintergrund wie die Spinne am Netz und wenn es da irgendwas zuckte, schlug er zu. 1957 beginnt Mielkes Karriere als Chef des Ministeriums für Staatssicherheit. Sein Geheimdienst soll die Macht der Partei weiter sichern im zweiten deutschen Staat. Vertrauen in das Volk ist gut, Kontrolle ist besser. Mielkes Behörde beschäftigt sich mehr und mehr mit der Bespitzelung der eigenen Bevölkerung. Denn während die einen marschieren und an die klassenlose Gesellschaft glauben, zieht es hunderttausende DDR-Bürger in den goldenen Westen. Jeder Flüchtling ein Versagen der Stasi und ihres Chefs. Gegen die Abstimmung mit den Füßen ist auch Erich Mielke scheinbar machtlos. Die Situation war so, dass die DDR den wertvollsten Teil ihrer Bevölkerung verlor und der konnte nicht wieder aufgefüllt werden. Diese Verluste konnten nicht wieder ersetzt werden. Das heißt, die DDR befand sich am Rande der Katastrophe. Dann der 13. August 1961. Das Volk wird eingemauert, als Staatseigentum konserviert, um es reif zu machen für den Sozialismus. Niemand konnte verhindern, dass die DDR von ihrem souveränen Recht Gebrauch machte, eine zuverlässige Ordnung an ihren Grenzen zu schaffen. Eine von langer Hand vorbereitete Kriegsprovokation war gescheitert. Der Mauerbau. Für den Geheimdienstchef ein historischer Sieg. Erich Mielke kann sich entspannen. Der Bacillus Freiheit scheint erfolgreich bekämpft. Die Macht ist gerettet. Und Mielkes Karriere auch.
Beethoven ist etwas Heroisches. Und Mielke war in seiner ganzen Art eigentlich heroisch im Denken, ja, dass er Großes zu leisten und zu verantworten, zu bewältigen hat. Wobei das eben auch manchmal in Euphorie ausrastete und wo er sehr primitiv, sehr beleidigend, sehr kulturlos reagieren konnte. Ein extrovertierter Typ, der also, wo es immer schwankt zwischen Brutalität, Pedanterie und Sentimentalität. Ja? Also sind so 30 ergänzende Züge in einem solchen Charakter. Nicht? Erich Mielke, nicht nur ein Mann mit bizarrem Charakter, auch einer mit einer blutigen Vergangenheit. 1907 in Berlin geboren. In den Wirren der Weimarer Republik schließt sich der Arbeitersohn den Kommunisten an. Er ist ein entschiedener Gegner der Nazis, ein junger Hitzkopf, zu allem bereit. 1931 erschießt er zwei Polizisten, die Morde vom Bülowplatz. Die Angst vor der Verhaftung treibt ihn nach Moskau. Mielke in Moskau, das war ein Mann, der immer nur an seiner Karriere interessiert war. Ein machthungriger Mensch. Er war ein Stalinist. Mielke studiert an der Parteischule, wird Berufsrevolutionär. Sein großes Vorbild Stalin, der Stählerne. Ihm bleibt er ewig treu. So wie Stalin will er alle Verräter entlarven und alle Feinde vernichten. Mielkes Mission 30 Jahre später? Jede Flucht vereiteln, jeden Verräter aufspüren in der eingemauerten DDR. Mielkes größter Feind ist der Freiheitswille der Menschen. Die gefährlichsten Augenblicke der Woche überlebten 5 Menschen bei ihrer Flucht nach West-Berlin. In einer selbstgepanzerten 18 Tonnen schweren Planierraupe überwandten sie in 7 Minuten 100 Meter Gelände. Sie durchbrachen 2 Laufgräben und 3 Stacheldrahtzäune. 38 Einschüsse wurden gezählt. Wo der Stacheldraht und die Mauer keine Löcher haben, werden sie gegraben. Einer, der Tag und Nacht buddelt, ist Rudi Turo. Der geflohene Grenzpolizist wird zum Fluchthelfer. In Erich Mielkes Augen zum gefährlichen Staatsfeind. Ein Exempel muss statuiert werden. Man hat mehrfach versucht, Menschen zu entführen. Und wenn das dann mit Entführung nicht geklappt hat, dann war der Herr Mielke sehr sauer und gab seinen Generalitäten, nämlich Generalmajor Kleinjung, den Auftrag, für Menschen innerhalb des westlichen Auslandes zu liquidieren. Jeder Schritt, jede Handlung von Rudi Turo wird von der Stasi genau überwacht. Mielkes Mannen erstellen diesen Mordplan. Turo soll auf dem Nachhauseweg mit einem Hammer erschlagen werden. Der Tatort, ein Park in der Nähe seiner Wohnung. Wieder und wieder übt die Stasi ihren teuflischen Plan. Nichts soll dem Zufall überlassen bleiben, denn Turo wird von den Amerikanern beschützt. Ein Geheimauftrag, getarnt als Raubmord. Aus welchem Grund man den dann doch nicht durchgeführt hat, kann ich jetzt nicht so sagen. Jedenfalls, dieser Plan musste hundertprozentig durchgeführt werden, um sicherzugehen, dass ich nicht eventuell am Leben bleibe oder dass eventuell die Angehörigen dieser Truppe überrumpelt werden von mir oder niedergeschossen werden. Dieses Risiko konnte man nicht leisten. Die Kämpfer an der unsichtbaren Front schaffen es nicht, den Verräter Turo zur Strecke zu bringen. Sie wissen, ihr Chef kennt keine Skrupel. Er hat Furcht und Schrecken verbreitet, selbst im MFS. Die höheren Offiziere hatten ungeheure Angst, von ihm zitiert zu werden. Das hat er uns also immer angedroht.
Wenn hier ein Schweinehund unter euch sein sollte, der lebt nur noch 2 Tage, also er hat direkt eine Morddrohung ausgestoßen. Einschüchterungen und Drohungen. So sichert Erich Mielke seine Macht. Paraden und Märsche, Huldigungen und Beifall. Mielke in seinem Element. Ein Feldherr, jederzeit bereit zu kämpfen, notfalls auch gegen das eigene Volk. Selbst Zweifel kennt der Machtmensch Mielke nicht. In Staatssicherheit wurde so eine Auffassung vertreten, wir sind diejenigen, Schild- und Schwerterpartei hieß es ja nicht. Wir sind diejenigen, wenn alles andere versagt, haben wir die Republik zu retten. Mitte der 60er Jahre stabilisiert sich die DDR. Die Menschen richten sich ein im Sozialismus. Das Konzept Mauerbau scheint aufzugehen. Für Mielke die Bestätigung, die DDR braucht seinen Überwachungsapparat. Ab und zu besucht der Genosse Minister die Arbeiter. Propaganda für die Partei. Seltene Amateuraufnahmen aus einem Betrieb in Naumburg. Da wurde erst einmal vorbereitet und der Betrieb. Oder erst einmal, dass die gesamte Produktion noch stimmte, dann, dass der Betrieb als solcher auch ordentlich aussieht. Und da wurde aufgeräumt. Ordnung und Sauberkeit überall. Höchste Planerfüllung. Das gefällt dem Minister. Erich Mielke, der am meisten gefürchtete Mann der DDR, gibt sich kumpelhaft als Mann des Volkes. Er will geliebt werden von den Arbeitern. Naja, man hätte am liebsten gesehen, die Leute hätten alle da gestanden und hätten dann nur darauf gewartet, dass Mielke kommt. Man könnte sich mitten unterhalten. Aber ganz so war es nicht. Wer das noch Möglichkeit konnte, der hat sich da ein bisschen auf die Seite geschlichen und hat sich da aus der Schusslinie gemacht, dass er nicht unbedingt mit ihm zusammentrifft. Für die Arbeiter bleibt Mielke der Apparatschick, der Bonze. ...1967 feiert der Geheimdienstchef seinen 60. Geburtstag. 10 Jahre ist er nun schon im Amt. Huldigungen. Der harte Kämpfer zeigt Gefühl. Er konnte auch lustig sein, also bei Geburtstagen, die man so ganz einfach begeht, da hat man eben auch mal angestoßen und hat also da sein bekanntes Lied und sein beliebtes Lied, was auch auf Bändern zu hören ist, Prost, Prost, Prösterchen, wir trinken immer noch ein, und dann haben die einen angestoßen. Was soll das schlechte Leben? Prost, Prost, Prösterchen, lasst uns noch einen heben. Prost, Prost, Prösterchen, drum lasst uns fröhlich sein. Prost, Prost, Prösterchen, hinein, hinein, hinein. Da standen sie ja manchmal an, die Delegation, stundenlang, um ihren Kram abzuladen. Und ja, er war immer wieder verzückt, also über alles Mögliche, was die sich ausgedacht hatten. Ja, und da fast schon kindlich bewegt und gerührt, da wurde er auch glücklich. Er hat dann auch gesagt, also ich habe es selbst mal gehört, euer Minister ist überglücklich. Anfang der 70er Jahre eine neue Herausforderung für Mielke und sein Ministerium. Die DDR unterzeichnet das Transitabkommen. Hunderttausende von Westwagen auf den Transitstrecken nach Berlin. Ein Horrorszenario. Die Grenze hat jetzt wieder Löcher. Blecherne Symbole des Kapitalismus durchqueren die eingemauerte Republik. Wie kann man da noch Fluchten verhindern? Ellen Thiemann sieht ihre Chance für ein Leben in Freiheit. Erst flieht ihr Sohn, dann folgt sie, so der Plan. 15.000 Westmark hat sie an den Fluchthelfer gezahlt. Es soll eine wirklich sichere Sache sein. Und dort hat der Fahrer, der Manfred, das Autoversteck geöffnet. Das war ein umgebauter Tankraum. Der Tankraum war verkleinert worden, deshalb musste er auf der Fahrt zur Grenze alle paar Meter anhalten und wieder Sprit nachfüllen.
Und ich habe natürlich da furchtbare Ängste ausgestanden, weil dieser Geruch war schon fies. Und da hatte ich Angst, dass mein Sohn diese Gase einatmet und da eventuell dann erstickt da dran. Ich hatte also furchtbare Angst. Und ich habe darauf bestanden, so lange mitzufahren bis zur Grenze, wegen meinem Kind. Also ich hätte ihn nicht, die letzten Minuten wollte ich ihn nicht alleine lassen. Und dann habe ich mich weit ab vom Schlagbaum habe ich mich aufgestellt. Da war so eine Bushaltestelle. Kaum war das Auto an der Grenze hinterm Schlagbaum, wurde der Junge aus dem Auto gefischt. Wurde es umringt und Schluss war, Weg der Freiheit war zu Ende. Ellen Thiemanns Sohn kommt nach wenigen Stunden frei. Seine Mutter verschwindet im Stasi-Gefängnis. Geplante Republikflucht, in der DDR ein schweres Verbrechen. Spitzel hatten Ellen Thiemann verraten. Mielkes großes Ohr war überall. Diese Umwechslung des polizeilichen Kennzeichens dient der rechtswidrigen Abweichung von der Transitstrecke. Dem Gegner immer einen entscheidenden Schritt voraus sein. Mielkes Männer kennen die Tricks der Fluchthelfer. Viele Transitfluchten scheitern. Und wenn, Genossen, hat er gesagt, wir kontrollieren, da muss auch einer drin sein im Kofferraum. Das heißt, wir müssen vorbeugend so genau Bescheid wissen, wir können also nicht kontrollieren, da ist keiner drin. Die Schaltzentrale der Stasi-Macht. Mielkes Überwachungsimperium in der Berliner Normannenstraße. Er war ein ganz fleißiger, intensiver, qualifizierter Handwerker, der also, wo jedes Schräubchen zusammenpassen musste, damit ein Gesamtmechanismus funktionieren kann. Das hat er gepackt. Wir müssen praktisch den Menschen von 0 bis 24 Uhr ständig überwachen können. Wir können zwar nicht in den Kopf reinschauen und sehen, was er denkt, aber an seinen Handlungen müssen wir erkennen, was er denkt. Die Frage, die immer wieder lautete, oder die Hauptfrage war, wer ist wer? Und das war der Auftrag des Ministeriums für Staatssicherheit. Mielkes Behörde, ein Staat im Staat. Die wichtigsten Aufgaben, Bespitzelung der eigenen Bevölkerung, Verhinderung von Opposition und Fluchten. Mitte der 70er Jahre, 50.000 hauptamtliche Mitarbeiter. Und das Ministerium wächst weiter. Kontrolle und Überwachung bis in die kleinsten Winkel der DDR. 6 Millionen Vorgänge, streng geheim. Die meisten ahnen nicht einmal, dass über sie eine Akte existiert. Die in 2,5 Jahrzehnten angestrengten, aufopferungsvollen Kampfes erzielten Ergebnisse berechtigen zu der Feststellung. Die Angehörigen des Ministeriums für Staatssicherheit haben sich stets bemüht, ihren Klassenauftrag in Ehren zu erfüllen. Nach der Arbeit das Vergnügen. Auch hier führt Mielke die Regie. Und Mielke tanzte dann mit seiner Gertrud dort den Eröffnungswalzer und pöbelte dann von der Tanzfläche regelmäßig alle um ihn herum tanzenden unteren Dienstgrade, also Generäle überwiegend, dann an, die sofort dann, also ich habe das selbst beobachtet, ihre Frauen stehen ließen und sofort Haltung annahmen vor dem gelassenen Tänzerminister. Er kannte mich auch durch Dynamo-Bälle, wollte mich mal zum Tanzen auffordern, also hatte mich aufgefordert, aber ich habe das abgelehnt, damals schon, weil ich hatte immer Abscheu vor diesem Mann.
Früher gehörte Ellen Thiemann zu den Privilegierten in der DDR. Ihr Mann war ein bekannter Sportjournalist. Jetzt sitzt sie in Stasi-Untersuchungshaft. Für Mielke eine Verbrecherin. Dann wird man bewusst erstmal links liegen gelassen. Dann kriegt man sein Brot da reingeworfen in eine Schüssel, in eine Plastikschüssel. Man bekommt kein Besteck und man hat keinen Spiegel. Man kann sich nicht im Spiegel anschauen, wenn man sich wäscht. Und man muss auf eine Toilette gehen, die genau neben der Tür angebracht ist, wo dann die Soldaten von der Stasi pausenlos zugucken, wenn man auf Toilette sitzt oder wenn man sich wäscht. Also das alles ist grauenvoll. Geräusche auf dem Flur. Ellen Thiemann ist nervös. Rufe, Hacken schlagen und dann Schritte. Etwas ist heute anders im Gefängnis. Dieses ganze Drumherum, da habe ich erst mal nur gedacht, oh Gott, hier muss jetzt was ganz, hier passiert irgendwas ganz Wichtiges. Und ich war eigentlich überrascht, dass dann nur passierte, man rückte irgendeinen Stuhl und dann guckte jemand, dass Mielke nun sehen wollte, oh, die hat mir damals einen Korb gegeben, mal sehen, wie die jetzt hier in der Zelle aussieht. 3,5 Jahre Haft, der Preis für einen gescheiterten Fluchtversuch. Ellen Thiemann muss ihre Strafe bis zum letzten Tag absitzen. Zum 70. Geburtstag des Mitglieds des Politbüros des ZK der SED und Ministers für Staatssicherheit, Generaloberst Erich Mielke, überbrachten heute Vormittag die Mitglieder und Kandidaten des Politbüros die Kampfesgrüße und besten Wünsche der Partei. Unter Honecker steigt Mielkes Macht. Er wird sein wichtigster Mann. Mielke kämpft an jeder Front. Ein Experte für alles. Großartig, diese Leistung. Und wie macht ihr das? Was sind die Methoden, die ihr dazu anwendet, um so einen Erfolg zu haben? Das ist vor allen Dingen der Initiative aller Belegschaften zu verdanken. Großartig, ja auch. Wie die Technik den Menschen mit auch verändert. Das ist auch eine wichtige Sache im Leben. Mielkes Leidenschaft, der Fußballclub Dynamo Berlin. 10-mal hintereinander DDR-Meister. Die Schiedsrichter wussten, welche Ergebnisse Mielke erwartete. Mielke in Usbekistan. Mielke als Unterhaltungskünstler. Ehefrau Gertrud war offenbar mit einem Alleskönner verheiratet. So wie er zu Hause ja also darauf achtete, ob sein Sohn die Schnürsenkel richtig zuschnürt, ob die wirklich die Zähne putzen. Und so hat er zum Beispiel eben auch andere Dinge verfolgt. Ja, also Toilettendeckel, die nicht funktionierten in der Einrichtung, weil die da immer wegkippten. Da hat er sich beschwert und Eingabe gemacht, dass das zu korrigieren ist. Oder dass also in Berlin nicht die Normaluhren richtig gingen. Mielkes Tag beginnt mit einer Runde Schwimmen, morgens um 6. Anschließend fährt er ins Ministerium. Entstieg eben seinem Volvo morgens immer ziemlich pünktlich und früh. Und gelegentlich habe ich es auch beobachtet, dass er dann, also nach dem Aussteigen, in alle Himmelsrichtungen grüßte, wie ein Feldherr, sage ich mal, ohne dass sich irgendjemand befunden hätte in seiner Nähe. Es war also imaginärer Gruß an die Welt, sodass ich also schon manchmal so zu Kollegen sagte, der Junge scheint also hier 1000 Mann zu sehen, die aber nicht da sind. Der Klassenkampf beginnt beim Frühstückstisch. Akribisch gezeichnet vom Minister. Er hat ja wohl auch, glaube ich, seiner Sekretärin mal hingelegt, einen Zettel, also 5 Minuten Ei morgens, in Klammern angepickt. Also glaube ich schon, dass der also das so kontrolliert hat, ob da ein Loch drin ist in dem Ei. Also das ist seine Lebensweise gewesen. Zackig, gründlich, exakt, mit der Uhr auf die Minute genau. Mielkes Lebensweise, seine Weltanschauung.
Der Minister duldet keine Schlampereien. Und ansonsten? Er war einfach. Mielke war anspruchslos. Sein Rausch war die Macht. Macht über andere. Das war wirklich die Verkörperung der ganzen Macht dieses Staates, die man auf keinen Fall abkriegen wollte. Man hatte vor diesem Menschen große Angst. Vor dem und seinem wahnsinnigen Apparat hatte man Angst. Und hatten wir alle Angst. Wir haben uns lediglich nicht vorstellen können, wie weit die Macht dieses Menschen wirklich gereicht hat. Opposition im eigenen Land. Immer wieder finden Menschen den Mut, sich gegen die Allmacht von Partei und Stasi aufzulehnen. Sie wollen nicht ausreisen. Sie kämpfen für einen besseren Staat, für mehr Demokratie, für die Freiheit der Andersdenkenden. Also Freiheit des Geistes, also möchte ich, kann ich mir ausmalen, was er da gesagt hat. Alle einsperren, die Banditen, alle einsperren. Hier, von wegen Freiheit in der Kirche, hier große Reden halten. Bei uns nicht, hier haben wir die Macht. Einschüchtern, bespitzeln, verhaften. Hunderte sitzen Ende der 70er Jahre im Gefängnis. Künstler, Studenten, Pfarrer, die kritischen Köpfe. Mielkes Macht duldet keinen Widerspruch. Und als ich dann da drin saß, dachte ich, das darf doch wohl nicht wahr sein. Jetzt sperren die mich ein, obwohl sie mich so lange haben machen lassen. Und da habe ich dann wirklich begriffen, es geht letztendlich denen gar nicht um die Sache. Es geht ihnen einfach darum, sich zu entledigen, bestimmter Leute zu entledigen, mit welchen Mitteln auch immer. Hauptsache, die sind weg. Man hätte klar und deutlich mit den Kräften reden müssen, die andere Auffassung hatten. Das ist das, was ich unter Toleranz verstehe. Man hätte sagen müssen, bitteschön, da seid ihr, ihr nennt euch die und die, was wollt ihr eigentlich? Anstatt sie zu verteufeln. Toleranz? Kein Thema. Auch nicht unter Honecker. Einmauern statt Öffnung, Minen statt Reisefreiheit. Die Grenze wird immer mehr zur Festung. Nur die wenigsten schaffen es überhaupt in die Nähe der Mauer. In Grenznähe verfügt die Stasi über ein Netz von Spitzeln, sogenannten Grenzhelfern. Denunzianten überall. Erzähl mal. Da hinten am Hochwald bei der Panzerstrecke stand schon wieder so ein Jeep. Und? Welche Uhrzeit war das? 9:30. Gut, dann informiere ich gleich weiter. Die Flucht über die Grenze bleibt eine tödliche Gefahr. Es gab ein Grenzgesetz der DDR, wo genau festgelegt war, was ist womöglich. Und wer das Gesetz verletzte, verletzte die Grenze der DDR, war also Grenzverletzer. Und wurde mit den entsprechenden Mitteln gestoppt. So, und diese entsprechenden Mittel waren Anruf, Warnschuss, gezielter Schuss. Aber das hat keiner gemacht, als Lust daran, jemanden umzubringen. Doch fast 1000 Menschen mussten an der Grenze sterben, weil sie den Weg in die Freiheit suchten. Erich Mielke kennt keine Skrupel. Er setzt auf rigorose Abschreckung, nimmt jeden Toten für den Machterhalt in Kauf. Wer abhaut, ist sein Feind. Ich will überhaupt mal etwas sagen, Genossen. Wenn man schon schießt, dann muss man es so machen, dass nicht der Betreffende noch wegkommt, sondern dann muss er eben da bleiben bei uns. Ja, so ist die Sache. Was ist denn das? 70 Schuss los der Ballern und der rennt nach drüben und die machen eine Riesenkampagne. Viele Menschen haben sich eingerichtet in ihrer DDR, trotz Erich Mielke und Schießbefehl. Wer sich mit dem System gut stellt, hat sein Auskommen. Spanien ist zwar unerreichbar, dafür gibt es an der Ostsee den Platz an der Sonne. Ich fahr mit meiner Linie dran, die
Ein Hauch von Freiheit. Doch so manchem reicht das nicht. Den Blick nach dem Westen hatte man schon immer als junger Mensch. Denn es war ja gerade als junge Frau oder junges Mädchen, wollte man sich gern modisch kleiden und schick angezogen sein. Und das war halt nur beschränkt möglich in der DDR. Dieses absolute Eingesperrtsein, was sich dann steigerte, dass einige Fluchtwillige erschossen worden sind, das hat mir sehr viel zu denken gegeben und hat mich auch seelisch sehr deprimiert, weil ich merkte, dass Leute, die genauso dachten wie ich, ihr Leben gelassen haben. Seit Jahren wollen die Gutheils in den Westen. 30 Ausreiseanträge, vergebens. Persönlich bittet Minister Mielke den polnischen Geheimdienst, die Familie zu beschatten. Der Grund? Eine angebliche Urlaubsreise nach Polen. Schon einmal hatte die Familie versucht, in Urlaub zu flüchten. Mielke liegt mit seinem Gefühl genau richtig. In Danzig sind die Gutheils mit ihren westdeutschen Fluchthelfern verabredet. Mit dem Segelboot wollen sie über die Ostsee nach Schweden. Ich habe dann nur mitbekommen, dass nachts dann eben meine Eltern kamen und sagten zu mir, wir müssen jetzt aufbrechen, du musst jetzt ganz tapfer sein. Wir machen jetzt eine Abenteuertour mit einem Schiff und wir schauen mal, wie weit wir segeln. Und das wird ganz spannend und ganz toll. Das Versteck ist die kleine Hundekoje, das Materiallager der Fluchthelfer unter dem Vorderdeck. Kein wirklich sicherer Unterschlupf. Den Gutheils steht eine unruhige Nacht bevor. Erst wenn die Grenzpolizei an Bord war, darf das Schiff auslaufen. Ich hatte nur Angst, dass die Sache auffliegt und wir werden verhaftet. Und wir gehen getrennt in Zuchthäuser, Mann dorthin, die Frau dorthin und die Sandra wird uns weggenommen. Am frühen Morgen kommen die Beamten an Bord. Jeder Flüchtling, den sie erwischen, muss zurück in die DDR. Und wir haben alles mitgehört. Wir lagen hinten und die saßen vorne da in dieser, wo das Steuer ist, wo der Captain sitzt. Und da waren nach vorne die polnischen Beamten. Die sprachen mit unseren Helfern da. Die westdeutschen Fluchthelfer versuchen, die Polizisten abzulenken. Die haben wohl ziemlich viel Spaß gehabt dort an Bord, haben sie mit den Grenzsoldaten eben da Zigaretten ausgetauscht und Wodka, Whisky, irgendwas getrunken. Und das ist mir, dieser Lärm und diese Musik, also die immer wieder kam, das weiß ich noch. Alles umsonst? Ein Polizist kontrolliert das Schiff. Ich habe meiner Mutter vertraut, die einfach gesagt hat, du musst jetzt ganz brav sein, ganz tapfer sein. Und ich habe mir immer einen Hund gewünscht und sie hat mir versprochen, dass ich einen Hund bekomme, wenn ich jetzt ganz ruhig bin. Es muss ein ziemlich dicker gewesen sein, hat man uns dann erzählt. Der wäre nie hinten in diese kleine Klapptür, die hinten an dem Achterdeck war, wo wir lagen. Da hätte der reingepasst, sondern der ist nur mit seinen Armen, die haben wir gesehen, seinen dicken Arm hat er das Türchen in unsere Richtung reingeschoben. Ja, das kann man gar nicht beschreiben. Das ist eben Wahnsinn. Da denkt man, jetzt ist alles aus und vorbei. Nicht? Alles gut gegangen. Eine Stunde später sind die Gutheils auf hoher See. Erich Mielkes Reich werden sie nie wieder sehen. Mitte der 80er Jahre immer noch die ewig gleichen Bilder. Die Machthaber immer noch wie Feldherren. Die Rituale, Kulissen für die Partei. Doch langsam bröckelt die Fassade. Hunderttausende wollen gehen, stellen Ausreiseanträge. Mielkes Angst vor dem Klassenfeind ist längst zum Wahn geworden.
Seine Spitzel sind überall. Jederzeit. Der Spezialist öffnete mittels Nachschlüssel das Buntbartschloss um 9.10 Uhr. Da das obere Sicherheits- Eine Wohnungskontrolle, gefilmt von der Stasi. Schnell und ohne Komplikationen. Für Verdächtige gibt es in der DDR keine Privatsphäre. Niemand in der Wohnung aufhielt und schlossen die Wohnung von innen ab. Es war nicht zu übersehen, dass die Wohnung von einem Junggesellen bewohnt wurde. Ordnung und Sauberkeit ließen zu wünschen übrig. Auf einen Stasi-Mann sozusagen kamen in der DDR also 180 Bürger, wenn man das Verhältnis so sieht. Bei den Sowjets waren das also etwa 600 Bürger. Nicht? Bei den Tschechen waren es also so ja an die 800, 900. Bei den Polen also über 1500. Also so engmaschig war das in der DDR. Alles beobachten und das Opfer zur Strecke bringen. Die Jagd, Mielkes große Passion, als Minister und als Weidmann. Beobachten, zielen, schießen. Wo der das singt, aber mit voller Stimme, mit voller Inbrunst. Also das ist so ein wunderschöner Ton, der aus ihm rauskommt, ja? Dass man daran spürt, dass ihm das wirklich auch ganz persönliche Freude bereitet hat. Ein Harida, ein Weidmann sei. Ein Harida, ein Harida, ein Weidmann sei. Wir wollen nicht mehr artig sein. Ende der 80er Jahre pfeift die Jugend auf Mielke. Seine Welt ist nicht ihre Welt. Viel zu lange sind sie den alten Männern gefolgt. Freiheit statt Paraden und Parolen. An der Spitze des Politbüros des ZK der SED überbrachte heute Morgen Erich Honecker dem Mitglied des Politbüros und Minister für Staatssicherheit Erich Mielke zu seinem 80. Geburtstag die Kampfesgrüße und herzlichsten Glückwünsche der Partei der Arbeiterklasse. Der Jäger sammelt weiter seine Orden. Stets habe ich mich bemüht, als Arbeitersohn und Kommunist jeden Auftrag der Partei zu erfüllen. So möchte ich in diesem Augenblick meiner hohen Würde das Versprechen und die Verpflichtung abgeben, bis zum letzten Atemzug für unsere Idee weiterzukämpfen. Was viele gehofft haben, selbst bei der Stasi, tritt nicht ein. Mielke tritt nicht ab. Die ewige Avantgarde, die Mumifizierung der Macht, Hochrufe als Lebenslügen. Als im Herbst 89 das System bröckelt, zeigt Mielke noch einmal sein wahres Gesicht. Das Volk internieren, die eigene Macht mit allen Mitteln retten. Es gab ja Listen mit Leuten, die im Ernstfall arrestiert werden sollten und in Vorsorgehaft genommen und so weiter. Es war alles praktisch vorbereitet für den Ernstfall. Da hat er auch nichts außer Acht gelassen. Das war durchorganisiert bis zum Letzten. Der Feind steht vor der Tür und will uns die Macht rauben, will uns erhängen und die Familien erhängen und die Kinder an die Laternen hängen. Und wenn wir sozusagen nicht rechtzeitig die Waffen gebrauchen, dann käme es dazu. Also er war Panikmache, sozusagen schon 5 vor 12. Mielke hat wirklich den Leuten einzureden versucht, dass jetzt der Krieg vor der Tür steht. Nicht das Chaos steht vor der Tür, sondern das Volk vor den Toren der Macht. Die Leitfigur, Ironie der Geschichte, der Kreml-Chef aus Moskau. Потому что им тоже
Es war klar, dass die Politiker die Perestroika nicht akzeptierten, aber das Volk tat's. Denn die Menschen wollten Freiheit, über alle Fragen diskutieren, einfach freie Menschen sein. Die Funktionäre haben die Demokratieprobe nicht bestanden. Die sowjetischen Panzer bleiben in den Kasernen. Der Bacillus Freiheit hat sein ganzes Volk erfasst. Mielke ist fassungslos. Ein paar Tage nach dem Mauerfall spricht der Stasi-Chef zum ersten Mal in der DDR-Volkskammer. Er überrascht seine Zuhörer mit einem unerwarteten Geständnis. Das ist doch eine formale Frage. Ich liebe doch alle Menschen. Ich liebe doch, ich setze mich doch dafür ein. Also ich bitte um Verständnis, wenn ich das gemacht haben sollte, dann bitte ich um Verzeihung um diesen Fehler. Das war ja dann in der Gipfel, wie dieser alte Mann da stammelt. Das war eins unserer Probleme, dass viele nicht wussten, die Zeit ist abgelaufen, jetzt hast du eigentlich hier nichts mehr zu suchen. Ich fand es übel, dass dieser Mensch das tatsächlich meinte, dass ein Einziger glauben könnte, das wäre eine Liebestat gewesen, dass er dieses System voller Menschenverachtung mit so vielen Opfern, mit so vielen Menschen, die daran zugrunde gegangen sind, aus lauter Liebe aufgebaut hat. Der glaubte sich immer noch als der Gewinner. Ich überlebe euch doch alle. So war Mielke. Erich Mielke und sein Volk. Eine makabere Liebesgeschichte. Nach der Wende seine letzte Rolle. Verurteilt wegen der Polizistenmorde im Jahre 1931. Bald darauf wegen Haftunfähigkeit entlassen. Bis zu seinem Tod lebt Erich Mielke als Rentner in einem Plattenbau. Ohne Reue. Ohne jedes Schuldgefühl.